Es hat sich in der Adler modernisiert, die Wege waren nicht asphaltiert. Vorne da, wo es bergab runter geht, da waren keine Stiegen, da war so ein schmaler Schotterweg, eher Land. Also du merkst es schon, es ist schon anders. Du merkst es auch zum Beispiel, die Leute reden, die reden einfach, gell? Wir sind nicht im Gemeindebau sozusagen. Nein, es hält da jeder zusammen. Also ich habe zum Glück, ich habe einen Italiener als Nachbarn, einen Sizilianer, der ist natürlich auch super, weil mit dem kannst du auch immer quatschen. Und das ist eher mehr wie am Land, Gott sei Dank. Das Haus hat der Opa gebaut mit seinem Bruder. Mein Vater hat damals noch mitgeholfen. Dann haben sie das Haus von der Cousine gebaut, dann haben sie das Haus von der Schwester gebaut. Und der Opa hat es dann halt einmal dem Vater überschrieben, dann ist der Vater gestorben, hat es die Mama gehabt. Mama hat es mir überschrieben, Mama auch gestorben, aber trotzdem schöne Erinnerungen. Natürlich traumhaft ist unser Wick, also der Garten. Wir haben nur über die Straße zu gehen und sind schon drinnen in der Wick. Ja. Und wenn sie dann hierher kommt und da bei mir am Balkon sitzt, sagt sie, jetzt bin ich im Paradies. Das ist das Paradies. Ja, das ist schon 40 Jahre alt. Das darf man gar nicht abbauen, weil das, sowas gibt es ja nicht mehr, weil jetzt gibt es ja nur mehr die Platten. Aber das ist noch dänisch Vollholz. Und das sind halt die Sachen, was ich mitgebracht habe von Afrika und Kenia. Und das ist von Hongkong, meine drei von Hongkong. Auch das ist von, das ist was Typisches, das ist Mallorca. Das hat haben sie in alle Vorzimmer stehen in Mallorca. Also mein Zuhause ist wirklich die Kombination aus Stadt. Ich habe es nicht weit in die Arbeit, jetzt nicht weit in den, zum Flughafen, wenn ich mal beruflich weg muss. Hinter diesen Betonmauer ist ja, fährt die Eisenbahn und die U-Bahn kommt auch hin. Aber grundsätzlich tust du absolut null, echt null Straßenlärm. Mit der U-Bahn finde ich natürlich sehr positiv, das ist Eigentumswohnung. Das heißt, wenn wir die Wohnung wahrscheinlich verkaufen würden wollen in ein paar Jahren, alleine durch den U-Bahn-Anschluss hat sich der Preis für x 100.000 auf 50% mehr erhöht. Aber da ich kein Stadtmensch bin, ich habe Grün um mich. Ich habe Land um mich. Ich habe einen kleinen Garten, wo ich mein Hobby. Sport macht für mich auf jeden Fall besonders die Nähe zur Natur. Oder dieser doch sehr, sehr ländliche, dörfliche Charakter. Man muss wirklich nur 200 Meter über die Oberlauer Straße runtergehen und hast sofort die alten Einfamilienhäuser oder Bauernhäuser von Oberlauer. Also das macht für mich schon einmal. Und wie gesagt, aber trotzdem, es ist noch Stadt. Es ist super, dass es ein bisschen, das ist ja fast schon ein ländliches Gebiet. Das ist ja mehr oder weniger schon fast Teil vom Speckgürtel um Wien herum. Das Verhältnis mit unseren Nachbarn ist größtenteils ganz gut. Also mit allen Nachbarn, die wir direkt haben, verstehen wir uns super. Es ist eher am Land mit größtenteils einer guten Anbindung in die Stadt, ohne dass man jetzt ein Auto braucht oder was. Und trotzdem schon so weit draußen ist, dass ich, weiß nicht, 5 Minuten runterspaziere und bei der Leasing bin und innerhalb von, in Wahrheit, einer Viertelstunde joggen aus Wien draußen.
ich bin mehr oder weniger hier aufgewachsen. Ich wohne schon, seit ich denken kann, in dieser Gegend. Und das ist das Haus meiner Großeltern. Das haben sie vor 40 Jahren gebaut und vor ca. 6 Jahren bin ich selbst hier einzogen. Und ich hatte die große Chance, mit Freunden gemeinsam hier eine Wohngemeinschaft zu eröffnen. Das ist eigentlich der Mittelpunkt für mich in diesem Haus. Ja, ist genau dieser Punkt hier auf der Terrasse. Ich liebe es, hier zu sitzen in der Früh oder am Abend, wenn gerade die Sonne aufgeht, mit einem Glasl Kaffee oder einem Glasl Wein mit Freunden. Vielleicht, wenn wir gerade vorher unten gegrillt haben, dass wir uns nachher hier zusammensetzen. Also im Sommer ist das der Punkt to be. Auf der Seite. Der nächste Punkt war jetzt genau dieser Wien. Was wir letztes Jahr hier gehabt haben noch und was wir wahrscheinlich wieder hier hinstellen werden, haben wir da einen Kohlkopf. Der ist von hier bis genau da drin. Also gerade so hoch. Aber es ist natürlich super leer, wenn es richtig heiß ist, wenn man hier auf der Seite gemütlich sitzen kann mit dem Kaffee und was und hier den Pool hat, wo man sich entspannen kann. Auch eine schöne Idee. Aber da unten ist immer noch das Dorf Obola. Es ist politisch zerrinnen, aber es ist ein Dorf. Generell Landleben da. Ja. Man ist sofort im Grün, man geht über Liesing drüber, ist im Grünen. Und man ist auch in einer 20 Minuten in der Stadt. Nicht? Also trotzdem ist man in einer Großstadt. Der Ort ist besonders schön darum, weil er eigentlich sehr abgeschlossen ist, sehr ruhig ist und eine schöne Oase ist. Elternhaus von meiner Frau. Und so in einem guten halben Jahr sind wir im neuen Haus dann. Ja, ja. Die Karine wird dann das da runter. Ja. Das alte Haus. Auch das schöne, aber alte Haus. Ja. Ich meine, von dem her ist es ja wirklich diese ganzen Wohnräume, Schlafzimmer im Innenhof ein. Wohnzimmer ist erinnern. Also du bist wirklich schön in aller Ruhe da. Ne? Der Großteil ist schon durch einen Gärtner entstanden, ja. Aber selbst fließen dann auch immer wieder Ergänzungen ein und neue Ideen. Eben ganz einfach kommt das andere eine weg und das neue wieder her. Immer schön gepflegt, schön bewachsen mit den bunten Rosen. Aber die Stadt wächst und wächst und wächst. Also nach 20 Jahren werden wir halt noch weiter raus sein. Ne? Wir sind nicht im Gemeindebau, Gott sei Dank. Aber einmalig, du gehst da raus, gehst da durch diesen Wald durch, du musst keine einzige Straße queren, kannst die Kinder abholen, entweder mit einem Laufrad oder mit einem Fahrrad zum Schluss. Ich meine, das hast du natürlich in der Innenstadt wahrscheinlich weniger. Ja. Nein. Da ist es richtig. Also in der Stadt bin ich gerne, aber wohnen will ich nur hier. Ist eine schöne Gegend, kannst du nur empfehlen.